einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Wir haben am Freitag hier ein super Plätzchen wieder gefunden bei uns im Gewerbegebiet. Und jetzt geht's los. Löwe schnurrt schon. Der will schon los. Wir fahren jetzt nach Leipzig. Und laden ab, laden. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Und abladen tun wir ja dann erst morgen in Wallersdorf. Also meine Lieben, ein ganz entspannter Tag heute. Ich mache noch mal die Runde ums Auto. Und dann zwick mal auf, dann geht's los. Also, Vorwärtsmarsch. So, meine Guten. Abfahrtskontrolle gemacht. Lichter gehen alle, Blinker gehen alle, Reifen haben alle Luft. So, dann können wir jetzt mal loslegen. Noch einen Schluck Kaffee, bevor es rüttelt. So, Freunde. Auf geht's. Tanken müssen wir heute. So, dann vorwärts. Vorwärts, die Pflicht ruft. Der Löwe rollt, sehr schön. Die Räder rollen auch alle, das ist auch sehr schön. So, freie Fahrt für freie Autos. So, Freunde, jetzt auf nach Leipzig, abladen im Werk, laden bei Imperial DP World und dann Richtung Wallersdorf. Wir fahren dann aber erst noch nach Hermsdorf oder wir fahren gleich nach Hermsdorf. Könnten wir auch machen, dass wir über die A9 fahren und dann gleich nach Hermsdorf. Aber irgendwie, nee, wir fahren dann nach Hermsdorf. Wir fahren später rück runter zu tanken. Das schaffen wir. So, meine Guten.
Ja, das ist auch schon mal nicht schlecht, wenn wir immer so spät anfangen, aber das ist auf der anderen Seite nicht gut, weil wir dann bis spät fahren müssen normalerweise, aber heute nicht. Ich denke mal, heute sind wir so, ach, ich weiß es auch noch nicht. Hör auf zu planen, Klausi. So, Freunde, mal gucken, wie lange das heute dauert mit Abladen und mit Laden. Wir fahren dann auf jeden Fall nach Hermsdorf Pause machen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch runterkommen. Maschinen stehen in Reihe und Glied und nichts passiert. Kein Wunder, dass sie so lange brauchen, wenn die Baumaschinen nur rumstehen. Dort steht ein Arbeiter. Zwei Arbeiter arbeiten. Oh, da wird es ja noch schneller fertig, wenn zwei Arbeiter arbeiten. Na, ich bin ja gespannt, wie dann die ganze Verkehrsführung wird. Wir werden es noch erleben, 2026. Meine Driverkarte und meinen Führerschein, Fahrerlaubnis, LKW, Güterverkehr gelten ja jetzt erst einmal bis 2028. Bis Oktober 2028. Und dann überlege ich mir, ob ich dann nochmal fahre oder nicht. Ach, hier wollen sie die Ausfahrt auch verlegen, wie es ausschaut. Komisch, warum sie das nicht so lassen hier. Naja, egal. Es muss ja auch ein bisschen was kosten, das Zeug. Ne? Wenn es billig ist, das ist ja scheiße. Muss ja ordentlich Geld verpulvert werden. Also müssen wir ja auch die Ausfahrt verlegen. Sonst wird das nichts, Leute. Sonst kostet es nicht genug. So, wenn das Wetter noch so bleibt, könnte man vielleicht die Woche noch mal waschen fahren. Das überlege ich mir noch. Da sage ich euch noch Bescheid, meine Guten. Ob wir zur Firma Bauer waschen fahren. Um 13:15 sind wir da, das passt doch.
Die Bagger stehen auch still. Dann fahr halt vorbei, wenn du schneller bist. Hast ja einen 500er. Kloppenburg, netto. Da werden sie verkloppt auf der Burg. Behälter scheppern ganz schön bei mir hinten drauf. Na? Jetzt gleich. So, wie weit wir noch fahren, das entscheiden wir heute in Hermsdorf. Wenn ich weiß, wie es aussieht überall. So, links abbiegen und dann werdet ihr erstmal rausgeschmissen. So ein schönes Wetter heute aber auch. So, meine Guten, dann sage ich mal bis später, ne? Der Kollege von Seifert, der kennt mich wahrscheinlich nicht. Das ist bestimmt der Abonnent gewesen. Oder einer der Abonnenten. Also, Kollege von Seifert, ich grüße dich an dieser Stelle. Klaus hat heute seinen freundlichen Tag, merkt das? Also bis später, meine Guten. So, meine Guten, wir haben fertig. Ich musste kurz warten, bis das Auto aus der Halle raus ist, wo ich hin sollte. Es hat 10 Minuten gedauert. Und dann nochmals abladen. 25 Minuten, also wir sind gut in der Zeit. Es ist jetzt 14.05 Uhr. In 10 Minuten sind wir drüben am Handelsring.
werden wir natürlich nicht mehr vorm Schichtwechsel drankommen, denke ich mir. Aber das werden wir sehen. Lasst uns überraschen. Ich weiß auch nicht genau, wann die, ob die 14 Uhr, 14.30 Schichtwechsel machen. Ob die sich jetzt hier dem BMW-Schichtwechsel anpassen oder wie die das machen, keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich denke mal, das wird aber auch nicht allzu lange dauern, weil wir ja bloß an der B13 laden wollen. Und das geht in der Regel eigentlich immer relativ schnell. So, und dann fahren wir nach Hermsdorf und dann entscheiden wir, wann wir wo wir Pause machen, wenn wir in Hermsdorf fertig sind. Entweder Windisch-Eschenbach oder Neutraubling. Ein Bauer, das werden wir nicht schaffen, weil dann müssten wir heute noch dort waschen. Wäre mir zwar recht, aber ich weiß es nicht, ob wir das hinkriegen, zeitlich. Die machen ja bloß bis 18 Uhr, maximal. So, und dann habe ich eine Nachricht bekommen von meinem Disponenten. Abladen morgen in Wallersdorf 9.30 Uhr. Das ist doch auch eine schöne Zeit. Der war waschen, der sieht schön sauber aus. Also wir waschen entweder heute oder morgen, das entscheide ich dann nachher noch. Wenn wir es zeitlich bis 18 Uhr schaffen, dann waschen wir heute noch und bleiben gleich beim Bauer stehen. Wenn wir es natürlich zeitlich nicht mehr schaffen, dann waschen wir vielleicht morgen hoch zu. Mal gucken. Nee, hoch zu wird ja nichts, weil wir ja in Neufahren laden. Wir laden ja dann morgen in Neufahren für Imperial. So, da sind wir schon im Ort. Hier ist das Ortseingangsschild. Ab hier ist 50, weil nichts anderes dran stand. So, meine Guten. Der Bretter scheppern. Der Bretter scheppern. So, wo ist ein Platz? Ach, da ist doch auf der Geraden ist doch jede Menge Platz. Da fahren wir hier bis fast vor. So, Freunde. So, Freunde.
Das geht ja heute hier wie's Brezeln backen. Der Security raucht. Der hat gewartet, bis ich durch bin, der Fußgänger. Das ist ja auch mal nett. Waschen fahren können wir heute schon mal knicken. Und morgen machen wir es nicht, weil wir morgen nicht 93 hochfahren. Morgen fahren wir die A9 hoch. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn wir die Woche mal beim Polle reinkommen, zum Planer reparieren, dann könnten wir vielleicht dort gleich waschen fahren. Weil die ja auch eine Waschanlage haben. Können wir das eine mit dem anderen verbinden. Zwei Elfleins vor mir, schau an. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir heute eh noch mal tanken. Kommt Jungs, beeilt euch, ich will auch noch drüber. Na, das klappt ja. Ach, der will zu Gas. Der will zum Gas und der nicht. Ein Gasauto. Ja, wir haben jetzt noch dreiviertel voll mit Diesel, fast halb voll mit AdBlue. Tanken wir heute nicht. Diesel 1,75, 1,76 und AdBlue 1,23, der Liter AdBlue. Alter! Der kostet bei uns hier an der Tankstelle 49 Cent. Der Liter AdBlue. Na, ich denke mal, das wird sich noch ein Stück hinziehen hier. So, mal gucken, ob der Marie noch da ist und ob der Container noch auf ist. Der Container ist noch auf, da können wir sogar noch Spritzwasser auffüllen. Und der Marie ist wahrscheinlich auch noch da, wie es aussieht. So. Dann fahren wir hier gleich rum. Schrumm, schrumm. Und machen hier gleich so.
machen hier gleich so. So, meine Freunde, da halten wir uns gar nicht erst lange mit Einparken auf. So, meine Guten, Schluss ist Pause. So, meine Guten, mein Plan steht. Wir fahren jetzt noch bis Neutraubling. Im Zweifelsfalle bis Köfering, wenn in Neutraubling kein Platz ist. Und dort machen wir Feierabend, da sind wir um 9 Uhr rum dort. Haben wir jetzt noch 3,5 Stunden. Da haben wir dann 7,5 Stunden Lenkzeit weg und nicht ganz 13 Stunden Schichtzeit. Also, wenn wir jetzt um 9 Uhr dann dort sind, können wir bis um 8 Uhr Pause machen und wir brauchen eine gute Stunde bis Wallersdorf. Wir haben dann 9.30 Uhr in Wallersdorf Entladetermin, also werden wir um 8 Uhr wieder anfangen. Sind wir auch pünktlich in Wallersdorf. Und haben schön unsere 11 Stunden Pause gemacht. Also meine Freunde, das klappt doch hervorragend, wie ich mir das vorgestellt habe. Vorausgesetzt, es kommt jetzt kein Stau oder irgendwas Großartiges mehr dazu, aber das glaube ich eher nicht. Und getankt habe ich jetzt auch nicht mehr, weil mir das jetzt zu viel Zeit rauben würde. Dann würde mein Plan nämlich nicht aufgehen, weil ich jetzt zum Absatteln, Aufsatteln, Tanken noch eine gute Viertelstunde brauchen würde. Und dann haut mein Plan hinten raus schon wieder nicht mehr hin. Dann 10 vor 9 sind wir da, 20.50 Uhr. Bin ja gespannt, ob jetzt hier Platz ist. Wir fahren dann wahrscheinlich hier das Ringel und dann gleich hier gerade hoch auf der Autobahn. Mal gucken, ich denke mal, so wird sie uns schicken. Vorne rum, darum, da wieder zurück. Das ist eigentlich der kürzeste Weg nach Wallersdorf. Ja, vermute ich mal, dass er uns so schickt. Morgen. Heute nicht mehr, aber morgen. So, hier kommt die Bahn, dann machen wir ein bisschen sachter. Kam uns ein Scheck entgegen. Oh Schreck, da kam ein Scheck. So, und da vorne an der Ampel rechts. Das war eine volle Trinkflasche, die da gerade abgestürzt ist, aber das macht nichts. So, hier an der Ampel rechts. Und dann gucken wir, dass wir hier ein Plätzchen finden. Das wird zu knapp. Nee, hier ist
Das wird zu knapp, meine Guten. Oder? Nee. Da stellen wir uns heute mal vors Halteverbot. Halteverbot anfangen. So. Jetzt mache ich mal kurz das Licht hier aus. So, meine Freunde. Jetzt ist Feierabend. Jetzt gönne ich mir noch was zu essen. Ich gucke mal was. Hab noch genug, jede Menge in der Kühlbox. Und ja, mache ich mir jetzt schön was warm. Für morgen habe ich dann noch Brot von der Lilly für früh zum Frühstück. Und dann fahren wir morgen nach Wallersdorf. Da haben wir eine Stunde ungefähr, brauchen wir von hier. Also wenn wir um 8 hier losfahren, das reicht kurz nach 8. Um 8 auf Abfahrtskontrolle drücken, auf Arbeitszeit. Viertel nach 8 fahren wir dann hier los. Und dann sind wir kurz nach 9 in Wallersdorf. Machen wir dann dort schön Pause. Quatsch. Ich bin auf Pause geeicht, merkt das? Nee, dann laden wir dort ab. Und dann fahren wir nach Neufahren. Da brauchen wir dann bloß die A92 vorfahren und dann Esching Ost runter. Dann laden wir in Neufahren. Und dann geht's nach Leipzig. Abladen noch und dann ist Feierabend. So wird ein Schuh draus. Also morgen müssen wir schon noch ein bisschen mit Feierabend warten. Kann man nicht gleich in Wallersdorf wieder Feierabend machen. Ja, ich hätte es heute auch noch bis Wallersdorf geschafft. Sogar mit 13 Stunden Schichtzeit. Aber ihr wisst ja, wie es letzte Mal das Problem dort war mit dem Parkplatz. Und das tue ich mir nicht nochmal an. Da lieber mache ich jetzt hier gleich Feierabend. Und dann fahren wir morgen hier vor. Ganz vorne fahren wir rechts. Und dann fahren wir nicht links, wie wenn wir zur B15 wollen. Sondern dann fahren wir rechts gleich wieder. Und dann kommen wir nämlich wieder hier an der Autobahnauffahrt Neutraubling. Und da fahren wir dann gleich drauf Richtung Passau. Ja, meine Freunde, so ist es. So machen wir's. Und so bleibt's. Und dann wünsche ich euch heute eine stau- und knitterfreie Fahrt. Ihr merkt, ich bin heute irgendwie neben der Spur. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich bin noch nicht richtig müde, aber ich bin auch nicht mehr richtig munter. Und irgendwie, naja. Also, meine Guten, eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen früh um 8. Heute reimt sich's sogar und passt sogar, stimmt eben noch. Also meine Lieben, gut's Nächtle, tschüss. Schluss jetzt hier.